So, hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Ja, ich begrüße euch alle oder ich begrüße dich, denn du bist jetzt hier beim wöchentlichen Single-Orakel gelandet. Ja, wir schauen dir immer einmal in der Woche ganz explizit für die Singles rein in die Liebe. Was steht denn da so zur Verfügung? Was sollen wir mal so ein bisschen beachten? Was ist der richtige Weg? Was ist deine neue Chance? Welche Signale sendest du aus? Was bringt dir die Liebe? Was kommt dann so ein bisschen dabei raus? Und da wollen wir natürlich jetzt mal alle gemeinsam reinschauen. Und ja, heute mal wieder ein kleiner Film von mir, von der Ranch. Das habe ich jetzt dann immer ans Ende des Videos gepackt, weil manche wollen es nicht sehen oder vielleicht nicht sehen. Deswegen, wer will, kann danach gern dranbleiben. Da habe ich mich mal wieder von der Ranch gemeldet. Heute war der Schmied da und mein Pferd hat mich von oben bis unten abgeschlabbert. Na, also wenn ihr das gerne sehen wollt, ja, dann bleibt gerne dran. Ich hoffe, ich denke da noch dran, das einzuspielen, weil ich habe ja hier immer so ein bisschen mit der Technik zu kämpfen. So, jetzt mache ich mich mal klein. So, und ich lege jetzt extra, weil ich immer mir nicht so viel merken kann, bin ich ja besonders schlau. Das heißt, wenn ich dann an etwas denken soll, dann werfe ich zum Beispiel immer mein Couchkissen vor die Haustür. Dass wenn ich gehe, dann sehe ich das Couchkissen und denke mir, wieso liegt denn da ein Couchkissen? Ah, ich wollte dann noch was mitnehmen. Und genauso mache ich es jetzt auch. Ich lege jetzt meine Maus dahin, wo sie sonst nie liegt. Und wenn ich dann die Maus nach dem Video nehme, fällt mir ein, dass ich noch das Video von der Ranch einspielen soll. Oh Gott. Okay, wir wollen mal anfangen. Wir schauen jetzt mal rein. Ich bin schon sehr gespannt. Wie gesagt, wie immer, Kollektivlegung, Kollektivenergie. Es kann nicht jeder in Resonanz gehen. Wenn du Fragen rund um die Liebe hast, Wunschpartner, Ex-Partner, wann kommt eine neue Liebe auf dich zu? Und alles, was dich so ein bisschen beschäftigt, wenn es dir schlecht geht in Sachen Liebe, wenn du Herzensschmerz hast, Liebeskummer hast, dann schreib mich bitte gerne, gerne an. Meine Nummer ist immer unten in jedem Video in der Infobox. Ich freue mich, wenn du dich bei mir meldest und ich werde dir auf jeden Fall helfen. Na? Okay, wir fangen mal an. Die erste Frage, die wir jetzt legen, ist, ja, was ist denn überhaupt die neue Chance in den kommenden 7 Tagen, bis wir die nächste Legung machen, bis wir das nächste Mal wieder in die Energien reinschauen? Und dann schauen wir mal, was ist denn die neue Chance? Dazu brauchen wir jetzt bitte erstmal eine Karte, wenn es geht. Okay. So, da haben wir es doch schon. Der Hund. So, wenn ich frage, was ist denn deine neue Chance? Ja, ich sehe da auf jeden Fall eine treue Partnerschaft. So, das ist ja das, was wir eigentlich alle wollen. Ja, wer will denn schon so einen Halodri, der nicht weiß, was er will? Mal ist er da, mal ist er weg. Man ist nicht in der Sicherheit, man ist in der Unsicherheit, in der Undurchschaubarkeit. Und es gibt ja nichts Schlimmeres, wie wenn man irgendwo im Unklaren ist. Deswegen ist das ja eine sehr, sehr schöne Karte. Die Treue, die Loyalität, das Zusammenhalten, dass man ein Team ist, dass man einen Partner hat. Sprichwörtlich Partner, wo man sich drauf verlassen kann. Also hier schon mal schön zu sehen, die neue Chance nächste Woche. Ja, wenn du die Zeichen natürlich wahrnimmst, muss ich immer dazu sagen, dass hier ja eine treue Partnerschaft auf dich wartet. Na? So, wir wollen aber natürlich noch mehr Karten wie nur eine. Das heißt also, wir schauen jetzt mal weiter mit der nächsten Frage. Ja, welche Signale sendest du denn überhaupt so aus in der nächsten Zeit? Welche Schwingung verbreitest du? Und ich hoffe natürlich, es ist eine gute Schwingung, weil wir befinden uns ja alle gerade auf der Reise ins Positive. Ach, ich liebe meinen Teppich. Ja, dass wir gut schwingen. Oh, und da haben wir es ja auch schon. Ja, Selbstbewusstsein. Ja, du strahlst Selbstbewusstsein aus. Ich sag's gerade für meine Premium-Mitglieder am Kanal. Wir machen ja gerade alle gemeinsam die Reise ins Positive. Gut zu schwingen, positiv zu sein, Leichtigkeit zu haben. Und hier sehe ich dich schon, wenn ich frage, welche Signale sendest du denn aus? Und da bist du selbst gefallen. Das ist natürlich das Selbstbewusstsein, dass du weißt, ich bin eine gestandene Person. Ich weiß, was ich will. Ich weiß, was ich nicht will. Und ich mache keine halben Sachen. Ja, ich mache das, was ich möchte, das, was mir gefällt. Und wenn da was ist, mit was ich nicht so, sage ich mal, 95% zufrieden bin,
dann lasse ich es einfach bleiben, weil ich bin selbstbewusst, ich nehme mir, was ich will, ich hole mir, was ich will, was ich nicht will, das bleibt auch von mir fern. Also von daher auch hier eine schöne Karte eigentlich. Die Signale, die du aussendest, sind sehr gut. Und wenn du Selbstbewusstsein ausstrahlst, dann kommen auch selbstbewusste Menschen in dein Leben. Na, und da sind wir dann wieder hier bei der Treue angekommen. Na? So, naja, dann wollen wir aber mal die nächste Karte. Ich bin schon gespannt. Jetzt fragen wir mal, ja, was bringt dir denn die Liebe? Was bringt dir denn die Liebe? Aha, du wirst auf jeden Fall nächste Woche schwanger. Na? Nee, Quatsch. Also, das Kind, eine Karte für einen Neubeginn erstmal. Kann natürlich auch das Kind sein, kindlich sein, naiv sein und treu doof sein und so weiter. Aber das Kind ist natürlich immer erstmal ein Neubeginn. Und an der Stelle, wenn ich frage, was bringt dir denn die Liebe nächste Woche und da fällt das Kind, dann ist das natürlich auch eine ganz, ganz tolle Sache. Weil mir das einfach zeigt, dass hier etwas Neues entstehen kann. Ja, die Chance auf eine treue, stabile Partnerschaft, eine selbstbewusste Frau, Mann, zieht auch einen selbstbewussten Mann, Frau an. Und da ist es ja ganz klar eigentlich, dass ja hier das, was da liegt, der Neubeginn sein kann, was dir nächste Woche passieren kann oder in dieser Woche. Ja. So, wir schauen jetzt aber auch nochmal mit ein, zwei Karten rein. Was führt dich denn so ein bisschen in die Irre? Na, nächste Woche. Da wollen wir mal schauen. Ja, und was der falsche Weg natürlich auch. So, da haben wir jetzt den Sarg und die Liebe. Das heißt, bist du vielleicht jemand, der vielleicht auch gern mal ja die Flinte ins Korn wirft? Ja, oder bist du jemand, der ja Dinge etwas zu lang ruhen lässt, der sich vielleicht unsicher ist? Na? Das ist der falsche Weg, auf jeden Fall nächste Woche. Denn diese Karten sagen mir einfach nur, das wäre der falsche Weg, vielleicht zu schnell die Flinte ins Korn zu werfen. Ich sagte ja gerade, wenn du nicht 100% überzeugt bist, dass das was wird, das sollst du es bleiben lassen. Aber natürlich, wenn man sich kennenlernt, gibt es natürlich erstmal gewisse Reibungspunkte. Na, da fällt einem auf, okay, der kann das nicht leiden, okay, die ist da zickig, okay, da, ja, da wirft er sein Handtuch im Bad auf den Boden, oder sie isst kein Fleisch. Da ist ja, diese Symbiose, die da entstehen muss, das ist natürlich etwas, wo man dann nicht gleich die Flinte ins Korn wirft, ne? Wo man dann schon erstmal sagt, okay, ja, das sind ein paar so Dinger, die sind jetzt irgendwie nicht so cool für mich, aber es ist völlig in Ordnung. Ich liebe diesen Menschen oder ich möchte die Liebe wachsen lassen mit diesem Menschen, weil es ganz, ganz viele andere Dinge gibt, die ich sehr an dem Menschen schätze. Und von daher ist der falsche Weg hier vielleicht auch gleich diese Liebe oder dieser Liebe nicht die Chance zu geben, dass sie wachsen darf. Na? Von daher schaut das ja auch gut aus. Ein guter Tipp aus der geistigen Welt. Na? Ja, jetzt haben wir mal geguckt, was ist denn der falsche Weg? Jetzt wollen wir natürlich mal auch schauen, was ist denn überhaupt der richtige Weg für die kommende Woche? So. Aha, ja, schau mal einer an. Ich habe es ja gerade erzählt. Es gibt wohl tatsächlich Dinge im Anfangsstadium einer Beziehung, wo man dann irgendwie mal sagen muss, naja, irgendeine Macke hat ja jeder, ja. Aber der richtige Weg ist, die Dinge im Fluss zu lassen oder im Fluss zu bleiben. Die Karte der Fische ist ja eine Geldkarte, Karte für eine Partnerschaft, Partner, aber auch natürlich eine Karte, wo man sieht, okay, da sind die Dinge im Fluss. Da ist entspannt, da läuft so vor sich hin, ja. Der richtige Weg ist dann auf jeden Fall so, dass man dann die Dinge einfach mal laufen lassen soll, ja, sich anpassen, sie passt sich an, er passt sich an, man findet einen gemeinsamen Weg, den man miteinander, ja, quasi schwimmen kann. Ich bin jetzt mal beim Schwimmen, weil wir hier die Fische haben, dass es eine schöne Symbiose wird, wo man sagt, bei uns läuft's einfach, ja, jeder hat so seine kleine Macke, mein Gott, ist halt dann so, man kann ja auch mal auf Durchzug schalten, aber im Großen und Ganzen läuft's.
Und ich bin sehr, sehr zufrieden und die Dinge sind einfach in der Partnerschaft dann im Fluss. Ne? Also von daher ist das eher der richtige Weg, wie hier gleich irgendwie, ja, ich nehme das so ein bisschen auf, wie wenn man gleich so ein bisschen panisch wird und sagt, ach na ja, dann lassen wir das mal lieber sein. Das ist der falsche Weg. Okay, wir wollen jetzt natürlich auch noch mal gucken, was erfordert denn Mut, ja, in der kommenden Zeit in Bezug auf dein Single-Dasein? Haben wir sie schon? Naja, das passte jetzt auch so ein bisschen sehr, sehr, ja, sehr, sehr gut sogar zusammen. Wenn ich frage, was erfordert denn Mut, einen Weg zu gehen? Ja, nicht aufzuhören, das sein zu lassen, vielleicht den Kopf in den Sand stecken. Denn es erfordert Mut, oder es ist mutig zu sagen, ich sehe in diesem potenziellen Partner auf jeden Fall etwas, wo ich weiß, da kann man drauf aufbauen, wo ich fühle, dass ich spüre, dass das der richtige Partner für mich ist. Und ich werde und ich will diesen Weg auf jeden Fall gehen. Ja? Also hier die Wege, was erfordert Mut? Ja, mal an der Sache dranbleiben, diese anfänglichen Reibungspunkte, die es mit Sicherheit immer überall oder irgendwo mal gibt, wo man dann auch mal drüber spricht, wo man sagt, was weiß ich, ich bin ein eifersüchtig. Ja, also mir gefällt es nicht, wenn du jetzt alleine in der Disco bist. Oder sie sagt, ja, mir gefällt es jetzt nicht, wenn du jeden zweiten Tag an deinem Auto rumschraubst. Ja, dann kann man sich so ein bisschen anpassen und einen Weg gehen miteinander. Ja, er wird sich lohnen. Naja, ob er sich lohnen wird, das werden wir natürlich jetzt erstmal sehen, weil wir schauen jetzt natürlich mal die Ergebniskarte auch noch an, die da kommt. So, ha, ich habe die Karte abgefangen. Keine Chance für meinen Teppichboden. Die Ergebniskarte. Ja, das ist schön zu sehen. Die Störche. Ein langer Weg, eine Reise, eine gemeinsame Reise. Die Störche stehen für einen Umbruch, die stehen für einen Neubeginn, die Störche stehen auch für eine gewisse Leichtigkeit. Und genau das ist es doch, was wir alle wollen. Und somit macht diese Legung auch total Sinn und ist total stimmig, weil, ja. Wir sehen ja hier, die neue Chance ist Loyalität, Treue, Partnerschaft. Du strahlst Selbstbewusstsein aus, ziehst auch selbstbewusste Menschen an. Die Liebe bringt dir hier wohl einen Neuanfang, wenn du auf deine Zeichen achtest, sage ich immer dazu. Es ist falsch, hier gleich vielleicht die Flinte ins Korn zu werfen, wenn es Dinge gibt, bei denen man sich anpassen muss, ein bisschen aus Liebe. Der richtige Weg ist zu gucken, dass die Dinge im Fluss bleiben, die Dinge laufen lassen, sich anpassen, miteinander zu schwingen. Ja, der Mut, diesen neuen Weg zu gehen, der liegt auch da. Der wird sich auf jeden Fall lohnen, denn das Ergebnis hier ist ja wunderschön, die Störche für die gemeinsame Reise, für die Leichtigkeit, für die Partnerschaft. Ja, also hier schaut's also wirklich sehr gut aus. Und ich sag's auch immer wieder in den ganzen persönlichen Readings, die ich immer mache. Das sind Energien, die musst du wahrnehmen, die musst du nutzen und natürlich dann auch auf deine Zeichen achten. Das heißt jetzt nicht, dass du jetzt zu Hause auf der Couch sitzt und wartest, bis da der selbstbewusste Mann kommt für den Neuanfang, sondern du musst in deiner Umgebung, in deinem Umfeld schon auch immer wieder auf deine Zeichen achten. Was schenkt mir das Universum heute? Welche Menschen schickt mir das Universum heute in mein Leben? Und ist da vielleicht jemand dabei, der so ein bisschen in dieses Schema reinpasst? Also, ich sage es immer wieder, achtet auf eure Zeichen, ganz, ganz wichtig. Na? So, ja, und wenn euch das Video gefallen hat, da zeigt es mir natürlich sehr gerne mit einem Daumen rauf. Da freue ich mich immer drüber. Wenn du möchtest oder wenn du mir eine Freude machen möchtest, dann abonniere natürlich auch gerne den Kanal. Da freue ich mich immer drüber. Und jetzt habe ich meine Maus in der Hand. Das bedeutet, ich habe nicht vergessen, dass ich euch jetzt noch das Filmchen von mir und meinem schönen arabischen Hengst vorspiele, namens Maggie. So, das mache ich jetzt. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Toi, toi, toi. Achtet auf eure Zeichen und ja, schreibt mir auch gerne in die Kommentare, falls ihr irgendetwas erlebt habt. Na? Also, macht's gut für persönliche Readings. Meine Nummer ist in der Infobox. Bleibt gesund und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und jetzt seht ihr mein Pferdchen. Ciao. So, hallo und herzlich willkommen auf der Ranch. Ich habe gesagt, ich zeige euch mal wieder ein Video von meinem schwarzen arabischen Hengst, ne, Maggie Busi?
Ja, so, was gibt's hier Neues? Der Schmied ist gerade da, ne, Miggi? Gibt's gleich einen neuen Fuß oder einen neuen Huf? Na, ja. Naja, muss ich nur sagen, alles gut, fährt wohl auf und ja, jetzt geht's dann gleich ab. Die Maggie ist dran mit Hufe machen. Maggie, na? Ja, die ist schon ganz aufgeregt. Okay, also viele Grüße von der Ranch, alles in Butter und wir sehen uns dann beim nächsten Video.